Hallo liebe Zuschauer, ich bin auf dem Weg nach Fritzlar und damit begrüße ich euch zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr dabei seid. Fritzlar liegt südlich von Kassel im Bereich Kellerwald. Es gibt dort einen Stellplatz am Ederufer, den möchte ich anfahren. Ist relativ groß, so wie es aussieht, sollte noch Platz sein. Schauen wir mal. Vor 7 Kilometer hätte ich rechts abbiegen müssen, war aber Baustelle. Und so lang fahre ich nun eigentlich in die falsche Richtung schon. Das Navi plappert sich kaputt. Wenn möglich bitte wenden. Mal schauen, ob ich da noch ankomme. Ja, endlich darf ich rechts abbiegen. Ihr seht das Umleitungsschild nach Fritzlar. Ja, ich weiß nicht, ich finde das sehr nervig. Ich war 2 Kilometer vor dem Ziel. Dann kommt wieder mal zum x-ten Mal eine Baustelle und ich fahre dafür 20 Kilometer bis zum Ziel. Ja, hier geht es nun links ab, ihr seht das Schild, Wohnmobile. Ja, 400 Meter vor dem Ziel, schauen wir mal. Bin gespannt. Da ist ein weiteres Schild. Tja, scheint so, dass ich angekommen bin. Ja, und schaut mal, einen Platz finde ich ja auch noch. Sieht doch ganz cool aus. Angekommen auf dem Stellplatz. Ist ja massig Platz, glaubt's hier nicht. Hab mir erstmal einen Kaffee eingekippt, die Bezahlung bereit gemacht. Das wird jetzt vorne in einen Kasten geworfen. Und schon ist alles erledigt an Formalitäten. Dort lag auch ein kleiner Stadtplan aus, wunderbar. Ihr seht hier unten der Wohnmobilstellplatz. Muss also nur da hoch und bin laut Beschreibung in 10 Minuten in der Altstadt. Ist doch wunderbar. Ja, dann gehen wir mal los. Schauen wir uns Fritzlar an. Den Umschlag mit den 7 Euro Stellplatzgebühr habe ich fertig gemacht. Der Stadtplan liegt bereit. Auf geht's. Ich habe mich hier an den Rand gestellt. Da wo es keine Stromsäulen gibt, denn Strom brauche ich ja nicht. Tja, soll ich es die Rezeption nennen? Es ist auch die Müllentsorgung hier. Ein paar Bücher stehen bereit, Prospekte. Ja, und hier ist der Kasten, wo die Stellplatzgebühr reinkommt. Schwupps, weg ist sie. Ja, und das ist dieser Riesenplatz hier. So, wie ich es verstehe, kann man hier überall stehen. Und auf dieser Seite sind die Stromplätze, wenn ich sie mal so nennen soll. Ein Bodeneinlass. Was haben wir hier? Spülwasser für die Toilette, WC-Einlass. Parken ist hier natürlich verboten. Und hier gibt es Trinkwasser. Ja, eigentlich alles da. Mal her, Wasser gegen eine Spende. Es fließt auch das Wasser. Wer hier nicht übernachtet, sollte 2 Euro hinterlegen für die Fähr- und Entsorgung. Man kann dort drüben auch weit in die Wiese fahren, was ich nicht gemacht habe, weil ich den beiden nicht so auf die Pelle rücken wollte. So, nach diesem kleinen Rundblick hier, 360 Grad fast, gehen wir mal diesen Weg rein. Die Schützengilde hat hier ihr Vereinsheim. Dort seht ihr das Schwimmbad. Dort ist auch das Duschen möglich, wenn ihr das möchtet. Ich gehe mal noch die andere Richtung, andere Seite vom Platz. Und dieser Platz hat ja alles. Vor allem aber hat der Platz viel Platz. Nur Anfang Juli könnte es schwierig werden hier, dann ist hier auf diesem Gelände Pferdemarkt. Und kein Wohnmobilstellplatz. Da solltet ihr vorher mal genau gucken. Tja, ich kann mich nicht satt sehen an diesem Riesenplatz. Ja, wie viele Quadratmeter hat mein Stellplatz da wohl? So, jetzt gehe ich aber in die Stadt. Ihr dürft mich gerne dabei begleiten. Fritzlar hat eine sehr schöne Altstadt, wie ich auf Bildern gesehen habe. Schauen wir uns jetzt an. Immer in diese Richtung gehen. Da sollten wir ankommen. Thank you.
Look out, here she comes. Das sieht jetzt nach Zentrum aus. Na, schaut euch das an. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. Just Deko-Element. Ja, im Dom ist gerade eine Hochzeit. Ich glaube, da warte ich mal und versuche es nachher, dort reinzukommen. But I know I'll have to try. Try to let her go. Because she won't be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. In Teilbereichen eine sehr gut erhaltene Stadtmauer. Drei Türme habe ich jetzt gesehen. She will never know, na na. Never know, na na. She will never know, na na. Never know, na na. She'll never know. It's like she stole my heart. Without knowing she did. Bin ich wieder beim Dom. Schau ich mal. Ja, wie ihr seht, bin ich ein wenig geschrumpft. Kann schon mal vorkommen. Das ist die Eder. 22 Kilometer sind es von hier bis zur Eder-Talsperre. Eder-Stausee kennt ihr ja sicher. Und das ist der Eder-Radweg, der unmittelbar am Schellplatz vorbeiführt. Ich habe das Wohnmobil mal rumgedreht, wegen der Sonneneinstrahlung gerade, sodass ich hier im Schatten sitzen kann. Inzwischen hat es sich aber zugezogen, es könnte sogar Regen geben heute Abend. Mal schauen. Ich bin am Ende meines Videos angekommen. Fritzlar, schöne Stadt. Wenn ihr das auch so seht, bestätigt das doch gerne. Ich freue mich, wenn ein Kommentar kommt. Gerne dürft ihr auch ein Like und ein Abo dalassen, falls noch nicht geschehen. Ja, damit verabschiede ich mich für dieses Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Hab mich gefreut. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschö. I've got to let her go.